So, mein Sponti-Zeit und ja, dann nehmen wir doch was Schönes. Mal schauen, wie das ist. Alois Lageda, Pinot Bianco 21. Ja, was kann denn so Weißburgunder aus Südtirol? Ja, hallo, willkommen zu den Wein Spontis. Heute starte ich mit Italien, oder besser gesagt mit Südtirol heute. Und ja, Weingut, das ist auch so ein Klassiker aus Südtirol, das Weingut Alois Lageda. Ja, die kennt man einfach. Das ist einfach so eins der Vorreiter-Weingüter aus Südtirol. Pinot Bianco haben wir hier, 2021. Wenn ich mich nicht ganz täusche, baut der Alois Lageda inzwischen biodynamisch an. Ja, genau. Das Weingut, ja, also besser gesagt, der Wein, der wächst so im Bereich so um die 500 Höhenmeter. Ja, finde ich schon spannend eigentlich. Und Südtirol ist ja wirklich auch so eine Weingegend für Weißburgunder. Also Weißburgunder fühlt sich da wohl. Natürlich auch sowas wie Sauvignon Blanc. Da müssen wir auch mal was probieren. Habe ich glaube ich auch noch was da. Aber jetzt hier heute Pinot Bianco. Pinot Bianco trinke ich ja bekanntermaßen recht gern. Ist so in der Preisliga so knapp über 10 Euro, so 10, 12 Euro, so in dem Bereich eher Richtung 12 Euro. Wie gesagt, für einen biodynamischen Wein ist es schon wirklich eigentlich nicht so teuer. Also das ist. Probieren wir einfach mal. Gehen wir in Medias Res. Das heißt, wenn der biodynamisch ist, ist der auch spontan vergoren. An der Nase her klassisch weißburgundermäßig, hat so eine Apfelnote. Hat aber auch was Kräutriges, Heuiges so ein bisschen mit dabei. Schöne Nase. Richtig schöner, schlanker Weißburgunder. Schön trocken. Für Weißburgunder ordentlich Säure eigentlich, aber wirklich haben ein bisschen Wumms bei der Säure. Leicht mandelig im Nachhall. Ja, obwohl mandelig dem. Ja, eher so. Ja, doch eher geht. Eher so in Richtung Haselnuss, so ein bisschen. Aber wie gesagt, eine schöne stramme Säure. Also von dem her würde ich den jetzt eher so in leichte Küche einsetzen, so Huhn. Vielleicht eine leichte Pasta, vielleicht auch irgendwas Gemüsiges. Ja, vegetarisch allgemein finde ich sehr gut hier. Vielleicht sogar vegan. Also vielleicht ohne großen Sahneeinsatz könnte man hier auch ganz gut arbeiten. Aber hat eine sehr angenehme Fließgeschwindigkeit. Blub, blub, blub.
wird, je mehr man ihn probiert, umso besser. Also finde ich sehr ordentlich, sehr ordentlicher Einstiegswein im Weingut. Der Weißburgunder, das ist ja wirklich Basis, auch Weißburgunder hier. Und ja, würde ich jetzt gar nicht so schlecht einstufen. Also Ende der 30er irgendwo würde ich den schon ansiedeln. Punkte wären das schon. Also finde ich gut, finde ich trinkig, hat eine schöne schöne Trinkigkeit einfach. Easy drinking, leicht, angenehme Frische. Wirklich gut, einfach gut. Von dem her trinke ich jetzt noch ein Gläschen. Also so, jetzt auch kommt immer mehr auch das Terroir schon durch. Also wir haben ja wirklich auch einen Wein, der einfach schon einen gewissen Anspruch hat. Also Gutswein, der gut ist. Von dem her 38 Punkte. Ich gebe ab an den Ralf und ja, ich komme nachher auch nochmal. Also bis gleich. Ciao. So, heute gibt's. Ist, was ist das? Das ist so eine einzelne Flasche. Mal schauen. Oh, wir sind am Wagram. Weingut Rheinberger. Salonwein. Roter Veltliner von 2015. Ja, hallo, servus, willkommen im Wiener Keller. Wieder zurück. Zweiter Wein für heute. Österreich. Weingut Rheinberger, Roter Veltliner, Lösterrassen 2015, Salonwein 2016, Wagram. Also Weinbau, Familie Rheinberger, richtiges Familienweingut in Grafenwörth. Haben glaube ich so 10 oder 11 Hektar. Vom Boden her Löss. Löss und dazu kalkhaltig, das Ganze in Terrassenanbauweise. Und ja, in erster Linie natürlich Weißwein. Grüner Veltliner ist hier sehr stark, aber Wagram heißt auch Heimat vom roten Veltliner. Grüner und roter Veltliner haben nichts miteinander zu tun. Außer ähnliche Namen, aber sind nicht verwandt. Es gibt dann auch noch den frühroten Veltliner. Der wird im Weingut auch angebaut. Aber probieren wir jetzt mal den hier. Der ist jetzt gereift. Sehr starke Apfelnote, also so eine richtig alte Apfelsorte. Wir haben aber auch exotische Komponenten. Boah, sehr schön. Frucht. Löss heißt natürlich auch eine sehr schöne Fruchtkomponente im Wein. Heißt auch, die Böden sind nicht so wasserdurchlässig, also speichern Wasser. Und man hat also nicht dieses vielfache Problem in anderen Regionen mit der Wasserknappheit. Die Terrassenbauweise spielt natürlich auch eine riesige Rolle. Also Wagram wird bestimmt demnächst für die On-Tours vorgesehen. Ich habe ganz schön viel zu tun dieses Jahr. Ja, was soll's. Macht Spaß. Also ist auch etwas Orangenschale. Bisschen Mango. So, im ersten Moment meinst du, es ist ein grüner Veltliner. Ist es aber nicht. Es kommt dieser Apfel. Dieser Apfel kommt einfach sehr stark noch dazu.
im Geschmack schon eine gewisse Honignote. Mandarine ist das. Ja. Boah, toll. Ist toll. Müssen wir mehr machen über das Weingut. Der Wein hat Fließgeschwindigkeit, Leute. Wirklich gut. Den kann man jetzt schön trinken, ja. 7 Jahre alt. 7, 8. Klasse. Wirklich klasse. Kompliment. Kellermeister und Weingutsinhaber ist, glaube ich, der Ingenieur Alfred Reinberger. In Österreich muss man den Titel immer dazu sagen, finde ich okay. Der Mann kann Wein machen, ja. Großartig. Absolut großartig. Preislich sind die auch nicht so hoch, ja. Der ist irgendwas zwischen 10 und 20 Euro, bietet aber unheimlich viel im Glas, also sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und der hat Fließgeschwindigkeit, der läuft, ja, das ist Wahnsinn. Also ich hoffe, ich kann da mal hin. Es kommen kräutrige Noten dazu, sehr vielschichtiger Wein. Punkte gehen an den Wagram. Ja. Toll. Müssen wir mehr probieren. Euch kann ich nur sagen, probiert Roten Weltliner. Herrlich. Absolut herrlich. Dann machen wir mehr. Bleibt's gesund. Geht's an die frische Luft. Ich war vorhin auch 1,5 Stunden wieder mit dem Hund spazieren. Wird man schlank von, habe ich gemerkt. Jetzt, ja. Für meine Verhältnisse schon. Ja, bis zum nächsten Mal. Baba. So, noch ein Wein für die Spontis. Ja, irgendwie was Weißes wäre auch noch ganz schön. Da haben wir noch was. Chardonnay vom Weingut Bernhard aus Schweigen in der Pfalz. Ja, auf geht's. Da bin ich wieder. Hallo. Ihr habt's gesehen, es gibt heute Chardonnay. Und ihr wisst, ich trinke verdammt gern Chardonnay. Und Pfälzer Chardonnay, ja, finde ich auch meistens schon ziemlich gut. Und ja, heute Weingut Bernhard aus Schweigen-Rechenbach, ja, Bio-Weingut, auch wirklich so, ja, Schweigen-Rechenbach ist so ein Ort, ich glaube, da kann man richtig gut einfach von Ort zu Ort gehen und man kriegt nie einen schlechten Wein ins Glas. Also was da so an Weingütern ist, da ist schon einiges und ja, der Weg nach Frankreich ist auch nicht besonders weit. Wir haben hier einen VDP Ortswein. Ist also Selektion, 2016er Jahrgang. Kommt aus verschiedenen Weinbergen unterhalb von Schweigen. Und ja, Handlese wird hier betrieben. Ich glaube 24 Stunden Maischestandzeit war das. Und ja, dann wird er vergoren. 50% im neuen Holz, ansonsten insgesamt aus Tonneaufässern. Und ja, in Tonneaufässern wird er vergoren.
Und ja, Chardonnay, der hier ist komplett trocken. Also ich glaube, der hat so knapp über einem Gramm Restzucker. Also das wird schon in Franken als trocken akzeptiert. Und ja, man merkt, dass der durchaus im neuen Holz war, aber positiv. Also wir haben wirklich so einen buttrigen Chardonnay. Buttrig, nussig. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie der schmeckt. Also, ja, und ich finde, so Ortswein kann eine interessante Sache sein, einfach. Und der hier. Ja, also von der. Ist weniger breit, als ich jetzt dachte von der Nase her. Ist schon präzise, schön. Die Säure ist auch ein bisschen merkbar. Also er ist nicht so wuff, total überladen und so weiter. Er ist eher so ein bisschen bip, bip, bip. Mit seinem gewissen Geschmack hier oben an den, am Gaumen. Der jetzt länger bleibt. Also wir haben hier schon das Holz, das auch so ein bisschen, was man schon ein bisschen merkt. Aber ich finde, das ist in Ordnung, wenn es gewollt ist. Und ich glaube, hier ist es einfach gewollt. Wenn man einfach so einen Weißwein-Speisenbegleiter hat, so etwas kräftigen Speisen. Also da darf ruhig ein bisschen Unami im Spiel sein. Also Fleisch, Pilze in solchen Variationen wäre nicht schlecht. Er ist wirklich schlanker vom Geschmack her. Das finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Also wir haben hier ein schön Speisewein, also Speisebegleiterwein. Also dürfte aber immer ein bisschen gehaltvoll sein. Ich glaube, ich wiederhole mich. Aber mag ich eigentlich ganz gern, wenn man so einen Speisebegleiter hat, wo der einfach dem die Luft nicht ausgeht. Also wir haben ja schon ein bisschen Wumms, aber nur ein bisschen. Nicht so Wumms, Wumms, kein Doppelwumms, einmal Wumms reicht. Ja, schön. So einen leichten Vanille-Touch auch. Bitte. Ja. Ja, so was leichtes Kumquat-mäßiges noch dabei. Und im Duft so ein bisschen Zeste davon. Ja, das ist ein richtig, richtig schöner Ortswein. Bekommt er so für knapp unter 20 Euro. Ich glaube so ungefähr 18 Euro bekommt er den Wein. Und ja, sage ich jetzt einfach mal, sehr schöner Chardonnay mit Holzeinsatz, Bio-Qualität. Ja, ist in Ordnung, ist absolut in Ordnung. Also Weingut Bernhard, immer eine Reise wert, würde ich sagen. Vor allem, wenn so Chardonnay im Glas ist. Der wird jetzt immer besser. Je mehr Luft dran kommt, umso besser.
Punkte. Also ich sehe ihn noch nicht in der Spitzenklasse bei uns. Also er kratzt dann an der Spitzenklasse. Ich finde ihn sehr cool, aber ich würde ihn noch nicht in die 40er setzen, von dem her 39,5. Einfach so als Kompromiss. Ich finde ihn sehr gut. Aber für 40, da fehlt mir ein Ticken. Wobei der wirklich gut ist. Das war's von meiner Seite für heute. Zwei, finde ich, sehr spannende Burgunder, die ich heute einfach mal gezeigt habe. Und unterschiedliche Regionen, einmal eben hier mit der Pfalz und dann davor mit Südtirol. Komplett unterschiedlich von der Stilistik her, von der Machart her. Beim einen Stahl, beim anderen Holz und ja, beides gute Weine. Wirklich, beides wirklich sehr gute Weine. Und für einen Gelbbeutel auch nicht zu heftig, sage ich jetzt mal. Kann man sich mal leisten. Von dem her, ich melde mich ab. Ralf, was hast du im Glas? Viel Spaß und abonniert Werner Vino, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Flasche Wein. Bis dahin, ciao, ciao. So, schauen wir mal. Was steht da? Schmidt. Ja, das ist endlich mal. Ich weiß gar nicht, haben wir die schon probiert? Ich glaube noch nicht. Kremstal, Grüne Veltliner, die Fanny vom Galgenberg. Na, sehr schön. Ja, hallo, servus. Heute mal, ja, das war ein Spontankauf, kann ich mich erinnern. Im Supermarkt, wobei österreichische Supermärkte sind schon klasse, ja, was Wein betrifft. Nicht alle, aber manche. Und Weingut Josef Schmidt, Kremstal, die machen, glaube ich, schon seit 150 Jahren Wein. Inhaber Josef Schmidt. Und bekannt dafür, super Preis-Leistungs-Verhältnis. Und die spielen ganz oben mit in Österreich. Ja, also wenn ihr da die Reserven bekommt, da sind dann schon mal, das sind 95, 96 Punkte Weine. Ja. Aber mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das hier ist jetzt also Grüne Veltliner, die Fanny vom Galgenberg. Fanny, da konnte ich nicht widerstehen. Eine sehr gute Freundin von meiner Hündin, der Pippi. Die heißt Fanny. Die haben immer zusammen gespielt. Zwei Jack Russell. Und da musste ich den probieren. Das werden wir jetzt mal machen. Kremstal, absolut faszinierende Weinregion in Österreich. Sehr stark, da auch der Riesling. Etliche Top-Weingüter sind dort. Wir müssen mal Rieslinge probieren. Ach, wir müssen mal hinfahren. Das ist jetzt also keine Reserve oder so. Das ist ein ganz, ja, geht so in Richtung Kremstal, DAC. Also eigentlich so ein Wein, den du eher täglich trinkst. Ist unter 10 Euro. Ich habe da war eine Aktion sehr günstig bekommen. Irgendwas 7 Euro oder so. Aber schauen wir mal. Ja. Ja. Das ist Grüner Veltliner. Entschuldigung. Sehr frisch, Pfeffer in der Nase. Ich kann mir vorstellen, dass es Lössboden ist, obwohl
also die Nase ist schon ziemlich mineralisch. Ja, also von Früchten her, gut, wir haben die üblichen Verdächtigen, ja. Perfekt. Perfekt. Also wenn man einen Allrounder sucht, ja, passend zum Fisch, passend zum Fleisch, passend zum, von mir aus, Gemüse, ja, wir Allesfresser sind anscheinend eine aussterbende Rasse. No net. Ja. Der passt. Der passt einfach zu allem und teilweise sind gelbe Früchte dabei, wir haben exotische Sachen dabei. Der Pfeffer ist sehr stark ausgeprägt. Weißer Pfeffer, super, wenn man Fische macht. Und sehr frisch. Ich nehme an, Stahltank. Ein Wein ohne viele fiese Matenten, das ist das, was du im Alltag trinken möchtest. Ich kriege jetzt echt Hunger. Appetitanregend ist er auch noch. Ja. Und mir gefällt einfach der Name. Die Fanny vom Galgenberg. Ja. Das hat schon etwas, so ein bisschen was Verruchtes. Hat auch durchaus so rauchige Komponenten der Wein. Schöne, leichte Salzigkeit, Säure ist da. Also, Fließgeschwindigkeit hat er. Kompliment. Kompliment. Also, ich habe auch auf der Vivinum im letzten Jahr die großen Weine des Hauses probieren können. Ist genial. Ja, absolut genial. Ich glaube, als internationaler Weintrinker kommst du ums Kremstal überhaupt nicht drum rum. Ja. Deutscher Riesling, super. Österreichischer Riesling, auch super, aber komplett anders. Wir haben speziell das Kremstal. Genial. Das ist ein schöner 41er. Ich werde gleich kochen. Da gibt es Giebel. Ja, da passt er perfekt dazu. Giebel ist also eine Weißfischart. Eigentlich beim Weiher mehr so ein Beifang. Die Leute schrecken immer zurück. Hat so viele Gräten und so, aber du musst ihn halt schröpfen. Das heißt, du schneidest das Filet, die Gräten sind drin, ein. Also die Schnitte müssen dürfen höchstens 4 mm Abstand haben und dann kannst du die Gräten mitessen. Du merkst es gar nicht, lösen sich auch auf beim Braten. Genialer Fisch, da passt er dazu. Ich liebe es. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielleicht kann ich euch eine Aufnahme von den Giebel Fischfilets dazu packen. Ja, schauen wir mal. Oder es kommt in die nächste Kochsendung. Trinkt's mehr Kremstal. Grüner Veltliner, aber probiert's unbedingt auch die Rieslinge dort. Macht's gut. Servus. Baba.